Heutzutage werden Maschinen und Systeme immer intelligenter. Was bedeutet das für den durchschnittlichen Verkäufer? Welche Chancen, aber auch welche Risiken birgt das? Genau darum geht es heute in dem Video mit Umberto Sachse. Und wenn es dir gefällt, lass uns ein Like da. Wie kann ich mich langfristig motivieren? Und was passiert mit durchschnittlichem Verkäufer, jetzt Industrie 4.0, künstliche Intelligenz? Was passiert? Und dort möchte ich nicht irgendwie Angst machen oder sonst etwas. Jedoch, die Maschinen werden immer intelligenter. Und ich komme ja ursprünglich aus der Versicherungsbranche und eine ganz große Stärke, die wir hatten, war eine Versicherungsanalyse. Und mit dieser Versicherungsanalyse hat man dem Kunden Vorschläge gemacht, wie er es löst. Und das waren Vorschläge, wo der Kunde wirklich profitiert. Und da hat mir jetzt kürzlich ein Seminarteilnehmer eine App gezeigt und ich bin fast vom Hocker gefallen. Diese App hat selber mitgedacht und extremst gute Fragen gestellt, wo der Kunde Antworten gab. Und es gab dann einen individuellen Vorschlag. Und da muss schon jemand besser sein als der Durchschnitt im Verkauf, dass er nicht schlechter ist als dieses App. Und da ist die Gefahr, dass plötzlich Maschinen besser sind als der Durchschnitt. Ich rede nicht von den Guten. Ich rede vom Durchschnitt. Und jetzt musst du ja dir überlegen, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, was passiert da weltweit? Es ist ja so, dass wir ja bei uns ein bisschen das Problem haben, dass ja der einzelne Mensch ja nicht unbedingt billig ist. Und der Staat hat ja auch dafür gesorgt, dass da von den Sozialleistungen sehr viel geleistet werden muss, was die Kosten auch noch erhöht. Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, den Job durch eine Maschine machen zu lassen, die mitdenkt, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, warum soll ich diese Person noch einstellen? Oder wieso soll ich diese Person nicht entlassen? Und da passieren einige Dinge. Und jetzt, wie kannst du dich schützen? Wie kannst du dich motivieren in dieser Zeit? Und die Motivation, überleg dir, warum lohnt es sich, dass du diesen Job machst? Warum lohnt es sich als Firma? Was machst du besser? Ja. Was machst du, dass sich's lohnt, dich weiterhin zu beschäftigen? Wo ist der Nutzen für dich? Und die meisten Mitarbeiter überlegen sich immer, was habe ich für Rechte gegenüber der Firma? Die überlegen sich viel zu wenig, was nütze ich meiner Firma? Oder wenn ich Firmeninhaber bin, ja, was nütze ich meinen Kunden? Was nützt meine Firma meinen Kunden? Dieser Gedanke. Was auch noch, was sonst noch, was ebenfalls. Und jetzt aufbrechen, diesen Nutzen rüberzubringen. Weil, wenn du plötzlich die Dinge für dich aufschreibst und merkst, wow, das, was ich mache, ist besser. Individueller, angepasster. Weil eine künstliche Intelligenz, die kann relativ gut arbeiten, wenn der Kunde beginnt, den Bedarf einzusehen. Aber du musst ja jemanden überhaupt mal so weit bringen, dass er bereit ist, diese Analyse zu machen. Ja? Da ist einfach der Mensch besser. Das, was ich alles schon erzählt habe, diese Umgebungsmethodiken und so weiter. Das heißt, wenn du die Dinge lernst von der Verkaufskybernetik, wird es dich immer geben. Es wird deine Firma immer geben. Weil du machst etwas, was einfach extrem gut ist. Kommunikation und Verkauf.